Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, und hiermit ein herzliches Willkommen zum Teil 3 meines Debian-Projektes. Hier wird meine Grafikkarte richtig erkannt. Die muss ich noch installieren. Das könnte ich eben noch mal machen. So, ich öffne mal Synaptic und gebe mal Nvidia ein. So, ich suche mir in der Synaptic den passenden Treiber raus. Das müsste eigentlich der Nvidia Legacy 390. irgendetwas sein. Der hat zumindest in der Vergangenheit unter Ubuntu immer sehr gut funktioniert. Ich wähle den einfach mal aus und starte einfach mal den Installationsprozess. Und dann bin ich mal gespannt, ob Debian gleich noch hochfährt. Weil das könnte nämlich im Extremfall passieren, dass der Bildschirm einfach mal schwarz bleibt. Aber da das eher ein Spielsystem ist, teste ich es mal ganz gerne so etwas aus. Ja, und falls das nicht funktionieren sollte und der Bildschirm ist schwarz, dann muss ich natürlich versuchen, das Ganze irgendwie zu reparieren. Und ob mir das jetzt gelingt, das teste ich einfach mal. So, die Installation ist zu Ende. Ich mache einfach mal einen Neustart und gucke einfach mal, was passiert. So, ich habe gerade mal nachgeschaut. So funktioniert das nicht. Ich gehe nochmal auf Einstellungen. Auf Information und der Grafiktreiber ist noch nicht installiert. Gut, ich öffne nochmal die Synaptic. Da haben wir sie. Vergebe das Passwort. Meine ich natürlich. Und ich gebe hier nochmal Nvidia ein. Ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Weil ich brauche die Nvidia Settings noch. Nvidia Settings, hier haben wir sie. Die muss ich natürlich auch installieren. Ich sage ihm vormerken, ich sage ihm anwenden. Ich schaue nochmal nach. Ist da alles in Ordnung? Hups. Jo, das passt. Details. Kann man sie auch noch einblenden lassen. Und dann geht es los. Können wir nochmal gucken, was er so alles so Schönes macht. Das ist das Schöne an Synaptic. Das ist im Endeffekt so eine etwas komfortablere Konsoleninstallation. Und das gefällt mir an dem Programm sehr gut. Ja, das wird ja im Moment dauern. Dann mache ich nochmal einen Neustart. Und dann bin ich mal gespannt, ob alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt kommt hier so ein Fenster. Es gibt einen Konflikt mit den Freien. Ja, ist klar. Jetzt kommt natürlich ein Non-Freer-Treiber zum Einsatz. Ich denke mal, das passt schon, ne? So, die Nvidia-Settings sind auf jeden Fall jetzt schon mal installiert. Das ist schon mal sehr gut. Nur der Vollständigkeit halber zeige ich noch ganz kurz, dass es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit gibt, nach Debian-Paketen zu suchen. Wenn man zum Beispiel eingibt apt-list und wenn man nur so Bruchstücke weiß, wie ein Paket heißt, kann man zum Beispiel auch eingeben Sternchen, kann Berra und dann machen wir nochmal ein Sternchen. Und dann listet er dementsprechend auch alle Pakete auf, die so heißen. Genau, hier steht sofort die Version hinter, Testing-Version. Das ist schon installiert. Genau, weil ich es ja gerade schon gemacht habe, libcambera. Probleme, Probleme, Probleme. Denn, was ist passiert? Ich habe irgendwie versucht, einen neuen Kernel zu installieren. Ist mir auch geglückt. Und dann auf einmal irgendwie nach ein paar Updates auf einmal nicht mehr. Der Rechner ist komplett nicht mehr hochgefahren. Der Bildschirm war schwarz, USW. Ja, Hintergrund war ein Versuch des Nvidia-Treibers zu installieren. Nach Anleitung von der Homepage Debian. Und es hat nicht funktioniert. Ich bin jetzt im Endeffekt auf den Stand habe ich mein System jetzt wieder neu aufgespielt, wie beim letzten Mal auch. Eine kleine Veränderung habe ich vorgenommen. Ich habe jetzt einen anderen Kernel. Habe ich bei der Installation gewählt. Ich gebe mal ein. LSB Release minus A. Genau, LSB Release minus A. Und zwar habe ich... Nee, das war jetzt falsch. Uname minus A.
Genau, diesen Kernel habe ich gewählt. Debian 6006 AMD 64. Also im Endeffekt habe ich den gewählt, den Debian mir bei der Installation ja, vorgeschlagen hat. Und ich weiß nicht, inwiefern das etwas ausmacht oder nicht. Auf jeden Fall ist jetzt dieser Kernel jetzt hier im Einsatz. Stand 26.12.2022 und auch wieder als Debian 11 mit Bookworm-SID-Paketen. Also so ein, ja, wie nennt sich das? So ein SID-Modell, ne? Dass ich jetzt quasi jetzt Debian 12 ementiere. Gut, ich gehe erstmal noch ein paar Sachen durch, die ich ganz gerne nochmal testen möchte. Und zwar Deconf Editor. Hier möchte ich ein paar Einstellungen vornehmen, so dass ich zum Beispiel mit dem Nautilus mehrere Optionen habe. Das habe ich, glaube ich, schon mal in der virtuellen Maschine getestet, beziehungsweise unter Ubuntu 22.10, und da das eine oder andere nicht so funktioniert, so wie ich es eigentlich gewohnt bin. Ich gehe in den Zweig rein, Org, Gnome und irgendwo haben wir Nautilus. Gehe mal so ein bisschen durch. SIP ist als Vorgabe. Ich schaue mal eben nach, was kann ich noch wählen. Okay, das ist erstmal jetzt so ein bisschen zweitrangig. Ich lasse das so, wie die Vorgabe ist. Dann Icon View. Das lasse ich auch so. Beziehungsweise, was können wir hier noch einstellen? Small. Ja, ich habe das gerne lieber auf Small Icons. Und List View, das ist für mich die bevorzugte Variante. Hier fehlt mir noch immer ein Typ. Und zwar genau das hier. Das könnte man sich jetzt hier mal so rauskopieren. Dann gehe ich hier rein, mache den Haken weg. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo muss Typ hin? So, wenn das jetzt Nautilus wäre, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. So, was haben wir da? Name, Größe. Genau, ich müsste Name, Typ, Größe. So wäre das eigentlich richtig. Name, Leerzeichen, also Komma, Leerzeichen. Dann käme hier, oh, jetzt habe ich glaube ich zwei Leerzeichen, ne? Leerzeichen, Komma, Typ. Und hier fehlt noch ein Komma. Und jetzt sage ich ihm neu laden. Und Simsalabim. Jetzt habe ich hoffentlich hier Typ. Ja, das hat schon mal funktioniert. Dann kann ich ihm sagen, Ordner oben und Dateien unten drunter. Das passt schon mal. Zwischendurch mal ruhig neu auf Neuladen klicken. Default Zoom Level Small ist richtig. Ich glaube, das ist auch die kleinste Auswahl. Ja, das passt. So, hier kann ich auch noch etwas einstellen. Default Folder View, View List, das ist auch richtig. Was verändere ich noch? Was verändere ich noch? Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Show Create Link. Genau. Verknüpfungen. Das lasse ich ruhig auch mal an. Dann kann ich eine Verknüpfung erstellen. Das ist irgendwie hin und her gesprungen. So. Search View. Wo bin ich stehen geblieben? Hier. Delete. Ich möchte einen Delete-Befehl haben. Neu laden. Und war da noch etwas, was ich einstellen muss? Show Hidden Files. Nein, das will ich nicht. Ich glaube, das war es schon, was ich jetzt hier so mit dem Deconf-Editor alles so einstelle. Nein, stopp, eins fehlt noch. Dieser Tree, diese Baumansicht. Oder die haben mir das hier direkt rausgenommen, weil der war nämlich buggy. Ja, ich glaube, den haben die rausgenommen. Die Baumansicht. Die Tree-Ansicht ist weg. Oder ich muss hier unter List View machen. Ach da, ne, hier ist es. Use Tree View. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich schließe ihn. Ich gehe hier hinein. Und nein, es funktioniert nicht. Ich habe hier keine Tree-Ansicht. Das ist natürlich schade. Das ist ein richtiges Manko, was mich unheimlich einschränkt. Ich drücke mal F3. Nein, Spaltenansicht gibt es immer noch nicht. Gut, dieses Feature ist mit drin, was bedingt von Nutzen ist. Schade, schade, schade. Okay.
das wäre so viel zum dconf-Editor. Scanner wäre für mich noch interessant. Ich mache mal eben meinen Scanner an. So, ich lege das beste Buch aller Zeiten in meinem Scanner ein und möchte dieses Cover hier scannen. Dazu betätige ich diesen Anknopf. Mein geliebter Tux geht eben mal kurz zur Seite. Ich packe ein altes Dokument mal hier weg, lege das hier hinein, mache die Klappe soweit es geht zu und drücke jetzt auf Scannen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert wie bei Ubuntu. Weil ich wollte ja so einen kleinen Vergleich zu Ubuntu machen. Ja, er hat den richtigen Scanner gefunden. Das kann sein, dass ich auch den unteren anwählen muss. Ich meine, das wäre bei Ubuntu auch so gewesen. Ich drücke mal auf Scannen. Fehlgeschlagen. Öffne nochmal Scannen. Wähle jetzt diesmal den E-Scanner an. Drücke hier auf Scannen. Und? Voilà, es funktioniert. Es funktioniert. Darüber freut sich auch der Tux. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie hier das Cover. Ja, super, das hat jetzt funktioniert. Mal gucken, ob man es auch abspeichern kann unter Dokumente. Ja, meinetwegen unter Dokumente. Genau, dann haben wir sofort ein PDF. Ich möchte bei der Gelegenheit gleich auch die Rückseite scannen. Warum? Weil ich dazu Lust habe. Anderen Grund gibt es nicht. Siehe da, ist auch gescannt. Und weil ich dazu Lust habe, scanne ich sogar noch etwas, damit ich drei Seiten habe. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt nur so ein Joke. Aber er ist drin. Ich speichere die ganze Geschichte an, nenne das einfach mal Versuch einer Scannung. So, damit können wir das Programm schließen. Ich öffne den PDF Ranger. Warum ist der nicht da? Weil ich ihn noch nicht installiert habe. Das holen wir hiermit nach. Sudo apt install PDF Ranger. Rucki zucki, damit wäre er installiert. Ich scroll nach ganz hinten. Hier hätten wir meinen PDF-Arranger. Machen wir ruhig auf Vollbild, damit wir was sehen. Öffnen das Dokument, den Versuch einer Scannung. Simsalabim. Können wir das hier noch ein bisschen größer machen. Jetzt möchten wir das hier ein wenig drehen. Nach links drehen. Nach links drehen. Und den möchte ich jetzt hier in der Mitte haben. Das ist das Schöne an dem PDF-Arranger. Kann ich mir die PDF so zusammenstellen, wie ich es haben möchte. So, und damit kann ich das jetzt als neue PDF abspeichern. Das mache ich mal eben. Speichern unter. Nennen wir das dann bearbeitet. Damit kann ich den schließen. Also viel mehr Funktionen brauche ich. Nutze ich davon auch gar nicht. Beziehungsweise hat es auch, glaube ich, auch gar nicht. Geht einfach nur darum, eine PDF, ein paar Seiten rauszuschmeißen, welche einzufügen, beziehungsweise Seiten hin und her zu switchen, die Reihenfolge verändern und solche Scherze. Ich schaue mir das neu bearbeitete PDF-Dokument mal an. Ja, und dann hätte ich somit auf eine ganz einfache Art und Weise ein PDF bearbeitet. Prima. Gut, wir halten fest, das hat auch funktioniert. Scannen hat funktioniert. Nautilus, der Bug ist immer noch drin. Jetzt könnte ich ja mal probieren, mir einen Server zu installieren. Dazu öffne ich wieder die Konsole. Und ich brauche folgende Pakete. Sudo apt install ssh und Remina. Was brauche ich noch? Das sollte erstmal reichen. Ich ermittle mal eben meine IP-Adresse. Ich brauche erstmal eine Textdatei. Ich erstelle mal kurz eine Textdatei. Mache ich mit Touch. Ich nenne die mal ablage.txt. Schauen wir mal eben nach.
Ja, hier hätten wir eine ganz normale Textdatei. Oh, wird standardmäßig mit LibreOffice geöffnet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ändern wir mal eben. Eigenschaften. Nein, das war falsch. Öffne mit. Und ich sage ihm Texteditor. Mach den blauen Haken an. Und simsalabim werden normale Textdateien mit einem einfachen Editor geöffnet. So muss das auch sein. So, ich brauche die IP-Anschrift meines Rechners. Wie ermittle ich die? So schon mal nicht. Ich gehe auf Netzwerk. In dem Fall HugiFunk. Klicke hier nochmal drauf. War das jetzt richtig? Ne, jetzt bin ich aus dem Netzwerk raus, ne? Die Vorgehensweise ist hier wohl anders. Ich drücke mal alle Netzwerke. Ah ja. Und jetzt auf Zahnrad. Und irgendwo steht jetzt hier meine IP-Adresse. Das ist die 22. Und weil ich so vergesslich bin, notiere ich mir die auf meinen Ablagezettel und speichere das sofort ab für die Ewigkeit. So, jetzt switche ich mal eben rüber zu meinem anderen Laptop und versuche jetzt mal eine SSH-Verbindung aufzubauen. Und wie von Geisterhand bin ich jetzt auf meinem Hauptrechner. Ich versuche die SSH-Verbindung mit dem anderen Debian-Laptop aufzubauen. Ich brauche dazu ein Terminalfenster. Ich gebe folgenden Befehl ein, nachdem ich das hier größer gemacht habe. Den Namen des Rechners, der war Debian. Da fehlt natürlich noch ein SSH vor. Ich weiß gar nicht, brauche ich dafür sudo? Da brauche ich kein sudo für, ne? Okay, diese Fehlermeldung kommt, weil ich schon eine SSH-Verbindung mit diesem Rechner schon mal aufgebaut habe. Ich gehe im Explorer hinein, im Nautilus, drücke STRG H, mache den mal hier ein bisschen auf leise und irgendwo ist eine .ssh. Entweder löschen wir die oder ich mache daraus einfach mal old. Jetzt ist SSH gezwungen, eine neue anzulegen. Und jetzt führe ich das Ganze nochmal aus. SSH Debian at IP-Adresse. Enter. Jetzt fragt er mich wieder nach dem Fingerabdruck. Ich sage ihm Yes. Ruhig komplett ausgeschrieben. Und ich bin drin. Stopp, ich bin noch nicht drin. Ich muss das Passwort von den Debian-Rechner eingeben. Und jetzt sollte ich eigentlich drin sein. Ich bin nicht drin. Okay, ich weiß auch warum. Ich switche wieder rüber zu meinem anderen Rechner. So, ich bin jetzt hier wieder auf dem anderen Rechner, denn ich habe etwas vergessen einzustellen. Das hatte ich, glaube ich, schon am Anfang des Videos schon mal gesagt. Oder in einen vorigen Teilen. Ich muss den Rechner erstmal freigeben. Das Ganze macht man unter Freigabe. Dateifreigabe machen wir mal an. Passwort, ja, was ist jetzt hier für ein Passwort drin? HugiFunk mache ich auch an. So, Bildschirmfreigabe an. Die Fernsteuerung mache ich auch an. Gerätename Debian, ist klar. Tuxa. Und hier ändere ich das Passwort, weil das legt Debian grundsätzlich immer eigenständig an. Das müssen wir ändern. Und ich hoffe mal, das sollte jetzt reichen. Achso, Medienfreigabe kann ich noch anmachen. Fernwagen ist alles aktiv. Ne? An, aktiv. So, und dann switche ich jetzt wieder rüber zu meinem Hauptrechner, zum Tuxedo. So, und hier wäre ich wieder beim Tuxedo. Ich gehe hier nochmal einmal komplett raus. So, ich öffne das Terminalfenster und gebe wieder ein SSH. At Debian, nein, ich glaube, das war falsch. Ich habe hier noch einen Fehler, aber ich muss hier mal nicht den Benutzernamen eingeben. Das wäre natürlich Tuxa. Gebe das Passwort ein. Ja, und schon bin ich drin. Genau, ich muss nicht den Namen des Rechners eingeben, sondern den Benutzer des Rechners, auf den ich zugreifen möchte. So in etwa ist das richtig. Das müsste jetzt hier auch die Ablage drin sein. Da sehen wir sie. Ich kann ja mal eben eingeben, Nano. Ablage
Und dann sehen wir da die IP-Adresse, die ich da vorhin eingegeben habe. Das heißt, ich bin definitiv auf dem Rechner drauf. Und per Exit komme ich da auch wieder raus. Jetzt bin ich wieder in meinem normalen Verzeichnis drin. Gut, das Ganze machen wir jetzt auch einmal mit dem Nautilus. So, wir geben ein SSH Tuxer at IP-Adresse, das hat jetzt die Endung 22. Ich sage ihm verbinden, gebe das Passwort ein und bin ich drin? Ja, ich bin drin. Ich bin drin, das sieht man hier oben an dem Pfad. Und wenn ich hier die Textdatei, die ich erstellt habe auf dem Server, da wäre ich wieder drin. Gut, und jetzt haben wir noch Remina oder Remina, wie auch immer. Hier sagen wir ihnen neue Verbindung. Genau, das ist Debian Rechner, nenne ich ihn einfach mal. Das lasse ich so, IP-Adresse vergebe ich wieder und mache daraus die 22, Benutzername, nicht mein Benutzername, sondern der Benutzername von dem anderen Rechner, das ist Tuxer, auch das Passwort von dem anderen Rechner. Dann mache ich hier noch Auflösung des Klienten verwenden, automatisch können wir lassen, speichern und verbinden. Ich sage ihm ja, bin ich mal gespannt und voila, ich bin jetzt auf dem anderen Rechner drauf. Wie man hier vielleicht sieht, na, gehen wir ruhig nach ganz unten, Info, hier wäre ich auf meinem Server drauf. Das klappt, Gnome 43.1, super und kann hier dementsprechend auch den Rechner so bedienen, als wie wenn ich direkt davor sitzen würde. U-Name minus A, Debian-Rechner und lsb-release minus A. Sehen wir auch, ich bin definitiv auf den Rechner, auf den Debian-Rechner drauf. Gut, das hat funktioniert. Auch im Endeffekt out of the box, ohne irgendwelche zusätzlichen Treiber zu installieren, wie auch immer. Ich switche jetzt wieder rüber zu meinem anderen Rechner. Ja, damit wäre ich eigentlich mit meinen Videos soweit fertig. So das Grundsystem ist jetzt für mich an der Stelle jetzt aufgebaut. Alles andere, ja, ergibt sich dann im Laufe des Betriebes, was da noch so passiert. Die grundlegenden Sachen sind in dem Sinne installiert. Ich überlege mal gerade eben, was man vielleicht noch mal machen kann. Ich könnte ja zum Beispiel YouTube mal testen. Gut, das war vor 15 Jahren mal interessant. Da musste man noch irgendwelche zusätzlichen Treiber installieren, Flash Player oder ähnliches. Das ist ja alles nicht mehr up to date. Das sollte alles jetzt out of the box funktionieren. Ich mache mal irgendetwas an, wo ich hoffentlich kein Copyright mit verletze. Nehme ich zum Beispiel mal meinen YouTube-Kanal aufrufe. MTB Herden, da habe ich nämlich noch einen zweiten Kanal. Und siehe da. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, meine Stimme, das bin ich. Es funktioniert. Bin ich mal gespannt. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!